Written on Skin ist, glaube ich, die spannendste Oper der letzten Jahre. Für mich ganz persönlich eine der überzeugendsten und großartigsten neuen Opern, die wir sehen können. It's just a thrilling piece of art and the role is really rewarding. Vocally, dramatically, there's so many layers to this role that I'm really enjoying getting to dig into. Es geht um eine junge Frau, die sich befreit aus einer unglücklichen Ehe und dabei ihren Liebhaber missbraucht, indem sie ihn als Waffe gegen ihren Mann einsetzt. Yeah, so in this opera I am the boy and also the head angel of this kind of troupe of angels. And I think this character, he's very mischievous angel, but he's also really naive and he doesn't know what he's getting into. Am Ende sterben beide, nachdem sie tatsächlich das Herz des Liebhabers gegessen hat, sich in einen solchen Rausch befindet, dass sie sich aus dem Fenster wirft. And you get all of that in the music, but then you also get these moments of sublime Beauty. Für mich ist tatsächlich der Eintritt der Gambe mit der Glasharmonika. Das ist so ein Moment, da steht die Zeit still. Diese beiden Stimmen, die Frau und der Countertenor, gehen ein totale Unisono ein, eine absolute Verschmelzung. Zugleich hat man das Gefühl, man ist nicht auf dieser Welt, auch musikalisch nicht. So ein Moment zum Stillstehen der Zeit, den finde ich ganz besonders reizvoll. There is something angelic and special about the voice of a countertenor. It has this quality that can sort of transfix people and draw people in, which is my favorite thing about being a countertenor. Es ist einfach ein Stück, an dem man sich nicht satt sehen und satt hören wird. Wenn wir noch Oper spielen werden in 100, 200 Jahren, dann wird Written on Skin auch auf der Bühne zu sehen sein. You must come join us at the Deutsche Oper Berlin for Written on Skin. This is a piece, if you've never seen an opera before, this is an amazing first opera. And if you are an opera lover, this is a piece that takes the most amazing aspects of this art form and brings them into the 21st century in a really powerful way. It's not to be missed.